Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Polyworks Video. Ich bin Matthias Gaube von Duwe 3D und zeige Ihnen, wie Sie mit dem kostenlosen Polyworks Viewer Ihre Qualitätsprozesse effizienter gestalten können. Vielleicht sind Sie auch damit beschäftigt, ein Bauteil wie eine solche Fahrzeugheckklappe optisch zu erfassen. Dazu verwende ich zunächst die Software Polyworks Inspector und als Messgerät einen Leica T-Scan der Firma Hexagon. Die Datenerfassung ist abgeschlossen und in meinem vorbereiteten Polyworks-Projekt werden nun alle Ergebnisse automatisch ausgewertet. Im Rahmen einer umfassenden Dokumentation verlangt der Auftraggeber, sämtliche Prüfmaße übersichtlich darzustellen. Gefordert wird beispielsweise die Einhaltung der Erstbemusterung nach Prüfnummern. Sie finden diese Prüfnummern sowohl in der 3D-Ansicht als auch in der Liste Prüfmerkmale. Polyworks ermöglicht es Ihnen, sämtliche Prüfmaße in einer gemeinsamen Tabelle und Ansicht zu dokumentieren. So können beispielsweise nur Bohrungen in einer Tabelle aufgelistet werden und eine zugehörige Ansicht generiert werden. Ich habe das Projekt nun soweit vorbereitet, dass sämtliche Prüfmaße nach Vorgaben des Prüfplans in einem formatierten Report zusammengefasst werden. Das Projekt können Sie nun auf Ihrem firmeninternen Netzwerk speichern, den Report in ein PDF exportieren oder drucken. Ihr Auftraggeber erwartet Sie nun zur Durchsprache des Projekts. Die Auswertung der Fahrzeugheckklappe ist fertig. Ich habe Ihnen die Messergebnisse in einem formatierten Bericht zusammengestellt. Vielen Dank. Sieht doch schon mal sehr gut aus, aber denken Sie nicht, es wäre einfacher, den direkt in Ihrer Messsoftware anzuschauen? Ja, dazu können wir den kostenlosen Polyworks Viewer verwenden. Dieser ist auf der Seite von Duwe 3D downloadbar. Ich habe das Messprojekt auf unserem Firmennetzwerk abgelegt. Mhm. Wir können das jetzt einfach öffnen. Schauen wir uns doch zunächst mal den Report anhand des Viewers an. Können Sie mir jetzt beschreiben, was Sie genau interessiert? Also für mich ist wichtig speziell die Bohrungen und die Designlinie. Okay. Bohrungen hätten wir schon mal hier. Und die Designlinie etwas weiter unten zu finden. Und zwar hier. Mhm. Die Profilien sind hier in einer Merkmalsliste als auch in einer Prüfmerkmalsansicht dargestellt. Kann ich diese Ansicht auch drehen oder zoomen? Gerne. Nehmen Sie die Maus ruhig in die Hand und zoomen mit dem Mausrad herein oder heraus, beziehungsweise nehmen die linke Maustaste zum Schwenken. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich die Ergebnisse der Tabellen auch nach Werten durchsuchen lassen, die außerhalb der Toleranz liegen? Wir sind uns da bei einem Wert ziemlich unsicher. Ja, und zwar sind diese Ansichten bzw. die Listen dieser Prüfmerkmale für die Bohrungen sogar filterbar. Das heißt, ich kann die Tabellen nach NIO bzw. IO Ergebnissen filtern. Was ich nun auch machen kann, ist, dass ich eine dieser Bohrungen, die fehlerhaft ist, auswählen und daraus eine eigene Ansicht generieren. Und zwar unter dem Namen fehlerhafte Bohrung. Die Bohrung Nummer 6 weist auch relativ große Abweichungen auf. Kann es sein, dass hier nicht alles gescannt wurde? Ja, das werde ich mal mit den interaktiven Messungen prüfen. Und zwar setze ich einen Punkt auf der einen Seite der Berandung und auf der anderen Seite. Und wie man sieht, weichen die 8,4 mm doch ziemlich stark von den nominalen 7 mm ab. Da diese interaktive Messung auch in der Baumansicht abgelegt wird, kann ich sie später für eine Korrektur des Messberichts verwenden. Die Fahrzeugheckklappe soll einer Serienprüfung unterzogen werden. Ist es auch möglich, das Ganze mit Polyworks Viewer statistisch zu kontrollieren? Selbstverständlich. Die entsprechenden Bohrungen können in der Baumansicht markiert werden und einer SPC-Analyse unterzogen werden.
Nun werden über alle Teile hinweg die entsprechenden Objekte in einem Diagramm dargestellt. Und ich kann eben auch einen Report-Schnappschuss erzeugen. Kann ich die Ergebnisse auch für unser CUDA-System exportieren? Das ist natürlich auch möglich. Und zwar die Objekte wiederum in der Baumann-Sicht markieren und dann als CUDA-Datei exportieren. Der Viewer bietet sogar noch ein weiteres schönes Feature. Und zwar können die entsprechenden Merkmale als IGES exportiert werden, sofern die Konstruktion diese Features benötigt, um Korrekturen im CAD-Modell vorzunehmen. Okay, das sieht doch sehr gut aus. Vielen Dank. Wie Sie gesehen haben, eignet sich der Polyworks Viewer als optimale Ergänzung für Ihren herkömmlichen Report in PDF oder Druckformat. Die Ansichten und Hinweise, die eben im Polyworks Viewer gespeichert wurden, können nun für eine Korrektur des Scans mit dem Polyworks Inspector verwendet werden. Aufgrund des einfacheren Austauschs Ihrer Messergebnisse sowie interaktiver und dynamischer Visualisierung gestaltet sich die Arbeit mit Polyworks effizienter. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Vorteile des Polyworks Viewers näher bringen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.